geiler Scheiß bei der Firma Löw. Das Fahrzeug hat mich sofort angesprungen sozusagen und das stellt uns heute vor, der... Ich bin Christian Schröder von der Firma Löw. Ich bin der Geschäftsführer und Erfinder des Fahrzeugs. Hey! Ja, genau. Okay, hast du Copyright drauf? Ja. Ja. Auf jeden Fall die Folierung schon mal sehr, sehr schön. Und ihr baut nur auf TGE? Genau, rein MAN-TGE-Basis. Den haben wir uns voll und ganz verschworen. Eine entsprechende Kooperation auch mit MAN und dementsprechend. Ah, okay. Ja, sehr schön. Und das ist ein 640er? 680er. 680er, 6,83 Meter, um genau zu sagen. Und dann habt ihr hier noch ein... Wie lang ist der? 7,40 Meter. Wo der Grundriss natürlich noch mal ein kleines bisschen anders ist. Wir haben ein bisschen mehr Platz, gerade im vorderen Bereich der Dinette. Wir haben noch mal die Minibar-Schuhschrank-Idee da vorne. Ja, schön. Also auf schöne Idee. Wunsch gibt es eine Umrüstung zu einer kleinen Minibar, um die Kaltgetränke irgendwie von da aus irgendwie griffbereit zu haben. Aber serienmäßig ist es erstmal ein Schuhschrank oder für die Utensilien, die man so eben. Also die Minibar würde mir jetzt persönlich besser gefallen. Ja, also, ja. Ja, dann schauen wir doch mal hier dieses Fahrzeug an. Wo fangen wir an? Drinnen, draußen? Ja, das ist direkt von innen beginnen. Ja. Vorne schon mal eine große, schöne Schrittstufe. Genau. Richtig geil. Also der Wagen verfügt über eine Höherlegung, die wir jetzt hier eingebaut haben. Ist keine Serie, kann wahlweise in eine Höherlegung oder auch Vollluftfederung eingebaut werden. Vollluftfederung im hinteren Bereich. Für vorne wird sie zukünftig auch auf den Markt kommen in den nächsten Monaten. Und eben entsprechend die Bodenfreiheit weiterhin zu gewährleisten, haben wir diese Trittstufe, die halt nicht unter dem Fahrzeug bleibt, um Bodenfreiheit zu verlieren, sondern wirklich nach innen reinschwingt. Die fährt ja so nach innen. Genau. Rein. Also eine super geile Trittstufe. Ja. So, und dann gehen wir rein. Also auch hier sehr schön, ne, mit dieser Rundung. Schönes, genau. Schönes Dekor. Besondere Formelemente, wo wir Wert drauf legen, dass wirklich viel im Formbau sind. Irgendwie keine oder wenig gerade Ecken, sondern schön abgerundete Elemente, wie es halt auch irgendwie im Yachtbau viel der Fall ist. Dementsprechend auch die höhere Handwerkskunst, die wir bei uns in Hamburg dann wirklich fertigen. Also es kommt wirklich der Innenausbau ist komplett made in Germany. Großteil davon tatsächlich bei uns in der Partnertischlerei in Hamburg und die anderen Teile kommen von einem Lieferanten aus Süddeutschland. Wobei man ja sagen muss, also gleich schon sehe ich halt, ist nicht nur rund, sondern ist auch noch so konisch zugearbeitet. Na, die meisten werden ja jetzt hier gerade, ne, und so habt ihr so in kleinen Details da schon einiges schön verwirklicht. Und was sofort auffällt, Zahnfeld. Genau, Induktion, wir haben einen gasfreien Ausbau, entsprechend Batteriekapazitäten. In der neuen Serie ist es Standard, dass wir 460 Amperestunden, also 6000 Watt Batterie haben. Ja. Beliebig noch erweiterbar, mit 460 Amperestunden kommt man schon eine ganze Weile. Genau. Wir verbauen das Mastervolt-System, das können wir leider nochmal zeigen, das ist das Display hier vorne. Ja. Was ja im Yachtbau schon lange üblich ist. Ah, okay. Ja, also der erste Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf, sehr edel, sehr schön. Ne? Also ich bin das erste Mal in dem Fahrzeug und das ist schon wichtig, wie das dann so direkt auf einen wirkt. Ne? Und da kann ich sagen, solltet ihr euch mal anschauen. Ja, wo wir großen Wert drauf legen und was wir auch immer beibehalten werden. Wir arbeiten mit Echtholzfurnieren, ist in dem Markt eher untypisch. Es ist wirklich Eiche aus einem Stamm, wenn man das nachher auf dem Video sehen kann. Die Furnierbilder bei uns wird wirklich aus einem Furnierbuch ausgesucht für den Oberschrank und somit laufen die Furnierbilder durch. Geil. Wir haben einen ganz anderen Geruch in dem Fahrzeug, weil es wirklich schön, also echtes Holz ist. Auch die Bodenplatte hier in dem Auto ist echtes Parkett mit einer 4 mm Nutzschicht, sodass er halt auch nach vielen Jahren immer noch Freude damit hat. Und kannst du sogar nochmal leicht anschleifen. Im Zweifelsfall, genau. Nochmal schleifen und wieder ölen kann, ja. Wenn man also seine Spuren hinterlassen hat. Wobei die Patina eigentlich ganz charmant ist. Absolut, ja. Ja, genau, super. Bei den Schichtstoffen, auch gerade hier im Küchenbereich, arbeiten wir mit keinem dünnen CPL, sondern es ist alles 0,8 mm HPL, was so aus dem Küchenbereich irgendwie eher von zu Hause kennt. Also entsprechend schlagfest, schnittfest ist, sodass die Oberflächen wirklich äußerst robust sind. Die Arbeitsplatte hier in dem Fall ist jetzt aus Korean, da kann der Kunde farblich mitentscheiden. Hier ist sie jetzt schlicht weiß, um es schön hell zu halten. Auch ein mineralischer Werkstoff, der sich super verarbeiten lässt und auch wenn da mal ein kleiner Kratzer reinkommt, kann man es entsprechend wieder schleifen, polieren und dann sieht es wieder aus wie neu. Aber auch so ein Detail, ne, Waschbecken von unten genau. Verklebt, nicht oben drauf gesetzt, keine Kanten hier, ne, auch hier ist schön eingelassen, doch gefällt mir gut. Schöner schwarzer Wasserhahn, also
Das ist jetzt auch die neue Küche aus dem neuen Modell. Wir haben drüben in dem 47er noch eine andere Küche, die ist noch ein bisschen breiter, da war das Induktionsfeld noch quer drin. Ja. Man hat natürlich ein bisschen mehr Arbeitsfläche gehabt bei der Küche, aber dadurch ist natürlich der ohnehin schon schmale Mittelgang, den nun einfach der Crafter bzw. TGE hat, um da möglichst viel rauszuholen, haben wir uns entschieden, dass wir den Mittelgang breiter machen, indem wir die Küche ein bisschen schmaler machen. Aber unterm Strich hat die Küche nun deutlich mehr Stauraum. Wir haben jetzt insgesamt 6 Schubfächer. Die Fronten sind aus einem Aluminiumgewebe, das kommt aus dem Architekturbereich eigentlich für Häuserfassaden, ja, was wir entweder eloxieren lassen oder schwarz matt in dem Fall Pulver beschichten. Das wird in Aluminiumrahmen eingefasst. Und hier jetzt auch neuerdings sagen, dass unser Möbelbau ist so laufruhig bei der Fahrt, dass man wirklich gar nichts mehr klappern hört. Schön. Und das Einzige, was man immer noch mal wieder hört, sind die Teller und das Besteck in den Schubfächern. Jetzt auch nicht mehr, da haben wir jetzt entsprechend die Einsätze dafür, dass ich das auch nicht mehr berühren kann und somit keine lästigen Geräuschkulisse hervorruft, wenn man unterwegs ist. Ja, das ist halt Manufakturqualität. Ne? Ja. Ich habe jetzt schon einige Fahrzeuge mir angeschaut. Ne, da sind ja hier, das ist ja nur noch Tapete aufgeklebt. Genau, einmal mit dem Fingernagel rüber und dann zack. Und natürlich klappert so ein Ding immer. Ich, ja, ich muss immer lachen, wenn in den Foren steht, mein Auto klappert, bla bla bla. Mhm. Ja, muss man sich halt ein vernünftiges Fahrzeug kaufen. Genau. Ist jetzt böse, aber ja. Ja, ist, ja, klar. Ist dann halt aber auch entsprechende andere Preiskategorien, muss man ja auch irgendwie immer überlegen. Natürlich, dass es dann auch Fahrzeuge gibt, die dann deutlich günstiger sind und irgendwo muss es ja dann kompensiert werden. Aber so ein Fahrzeug ist sicherlich schon mehr, noch mehr ein Traummobil. Ne? Und da kann man ja auf 10, 15 Jahre rechnen, dann geht es ja eigentlich auch wieder. Genau. Badezimmer? Badezimmer haben wir. Nein. Okay. Wir verbauen serienmäßig die Klesana-Toilette. Viele kennen sie mittlerweile, sehr populär geworden. Das heißt, sie schweißt das kleine und auch das große Geschäft entsprechend ein. Kleiner Beutel fällt unten in die Kassette. Mhm. Kassette kann einfach über den Haushaltsmüll entleert werden. Wir haben jetzt hier mal für ein Messefahrzeug quasi nochmal eine Fototapete, also über einen Druck, der entsprechend wasserfest ist, mit eingebracht, um ein bisschen mehr Raumtiefe optisch oder visuell zu generieren. Ja. Und das Besondere an der Klesana in dem Fall ist, dass wir die per Knopfdruck aus dem Badezimmer rausfahren können. Ach so, elektrisch sogar. Genau, elektrisch raus, dann geht das kleine Rollo runter und oben haben wir die Regenwasserdusche und zusätzlich nochmal eine Handbrause auf der rechten Seite. Und mein Gott, das ist ja richtig, richtig klasse. Jetzt ziehe ich mit meiner Schrankwand ein. Auch sehr schön. Genau, da habt ihr hier nochmal die Brause. Auch sehr schön, nicht so effe. Nee, toll. Fällt mir. Gut, zum Heckbereich. Wir bieten, also wir haben jetzt zwei Fahrzeuglängen, den 47er und den 680er. Und wir bieten beide Fahrzeuge entweder mit der Rundsitzgruppe an oder mit dem Festbett. Das Festbett ist dann entsprechend höher. Man hat deutlich mehr Stauraum in der Heckgarage, aber für eine Familie mit 2 Kindern, also eine 4-köpfige Familie, hat man einfach auch gerade in den Monaten, wo man mal irgendwie im Herbst unterwegs ist, ein bisschen mehr Wohnfläche, in dem man sich das da abends schön gemütlich machen kann. Also man kann vorne sitzen, man kann hinten sitzen. Ja. Das Bett ist in ungefähr eine Minute irgendwie umgebaut, also Tisch runterdrücken, Polster drauf, Bettwäsche und zack, ist fertig. Ich persönlich finde den Grundriss ist mein Favorit. Wir haben oben ja nochmal das Aufstelldach, das zeigen wir gleich nochmal von außen. Mhm. Somit für die beiden weiteren Schlafplätze macht das Ganze ein bisschen wohnlicher. Also ich bin ja viel in Spanien unterwegs, also vor allen Dingen im Winter. Und da ist ja so ab 5, 5:30 kann man draußen nicht mehr sitzen, einfach zu kalt. Genau. Und da ist sowas natürlich ideal. Ne? Also kann man mal die Freunde einladen. Ja, richtig. Ja, wir haben schon mit 8 Leuten mal in dem Camper gesessen. Keine und Frage. Einer hat gekocht, das war schon natürlich gemütlich, aber hat Spaß gemacht. Oder auch so beim Regen, hast du hinten die Tür auf, guckst aufs Meer. Also schöner geht's ja nicht. Ja, ja. Sehr gut. Und hier geht's hoch nach oben, habe ich gerade schon kurz ange... Ja, ich filme mal da oben rein. Kann man sich hier drauf schlafen? Ja, selbstverständlich. Okay. Auch bei meiner Gewichtsklasse, aber ist ja auch... Ist das nicht größer als normal, also vor allen Dingen von der Höhe her? Oder bilde ich mir das ein? Ja, dadurch, dass es ein ganz neues Zelt, was wir jetzt verwenden, das ist ja ein Dachzelt, kein Aufstelldach, was wir entsprechend umkonfigurieren und bauen, dass wir den direkten Durchstieg durchs Fahrzeuginnere ins Zelt haben oder wahlweise auch über die Heckleiter dann in das Zelt kommen. Und wir haben da oben eine Liegefläche von 2,20 Meter mal 1,40 Meter, das ist schon anständig. Da können auch zwei Erwachsene schlafen oder sehr bequem auf jeden Fall zwei Kinder. Auch eine relativ große Einstiegsluke, sodass man da auch, wenn man ein bisschen kräftiger gebaut ist, genau. So wie der Filmer gerade da. Und das Schöne dabei ist, wir haben keine zusätzliche Leiter, die wir jetzt irgendwie hier rausnehmen müssen und irgendwo verstauen, wo man keinen Platz dafür hat, sondern man kann sie wirklich hier aus arretieren und klappt sie ähnlich wie so eine Dachbodenleiter hier oben ein. Dann kommt da nochmal ein kleiner Sicherungsclip rum und dann ist die Leiter sofort verstaut und steht nicht blöd im Weg rum.
Jetzt verstehe ich immer mehr den Zusatz Erfinder. Ja. Ja, aber man hat hier auch eine klassische Dinette zusätzlich. Na? Kann man also schnell mal den Kaffee trinken. Genau, richtig. Die Sitze. Drehbare Sitze ist der Standard und dann entsprechend den schwenkbaren Tisch. Aber auch schön hier so mit dem Rautenmuster und so. Genau, wir haben die äußeren Wangen der Sitze sind aus einem Kunstleder, ein hochwertiges, aber die mittleren Teile sind tatsächlich aus einem Echtleder, aber auch das ist für die Kunden entsprechend wählbar, welche Optik. Wir können auch, haben jetzt unser Logo da in den Kopfstützen per Lasergravur drin, da kann sich dann auch der Kunde drin verewigen mit seinen Namen oder von den Enkelkindern. Sollen wir nochmal von hinten filmen? Ja. Hast du Lust? Ja, hinten habt ihr auf jeden Fall schon mal einen sehr schönen Träger auch nochmal aufgebaut. Ne? Genau. Das System von X-Bull, wirklich robust, massiv für hier, zwei hier wirklich schwere E-Bikes. Wir haben sogar schon mal einen Elektroroller, also wirklich einen schwereren von 70 Kilo da drauf gehabt, den man da befestigen kann. Oder halt entsprechend zwei E-Bikes, Mountainbikes. Und man kann das System beliebig umrüsten. Also das heißt, mit wenigen Griffen oder ein paar Schrauben lösen kann man umbauen, je nachdem, welche Bedürfnisse man hat. Man ist im Sommer mit den Fahrrädern unterwegs oder man fährt zum Surfen, dann kommt der Surfhalter dran. Oder im Winter mit Skier. Große Stauboxen dafür, Skihalter. Genau. Ja, perfekt. Ja. Nicht billig, aber schon nicht genial. Ne? Aber massiv, robust und wir sind mit der Qualität von dem System wirklich sehr, sehr zufrieden. Guckt euch mal an, allein hier die Scharniere, ne? Das ist ja ganzer Trecker mit wegziehen. Ja. Ja, und dann habt ihr hier... Da haben wir den Green Egg, unser Baby. Das ist schon eine Idee, die ist tatsächlich mal in der Bierlaune entstanden, als wir mit den Herrschaften von Green Egg zusammensaßen und gesagt, das muss hier rein. Und dann haben wir wirklich die ganze Usitzgruppe, nachdem wir sie fertig konstruiert hatten, nochmal wieder umgebaut, damit er von der Höhe her wirklich gerade so reinpasst. Natürlich sagen viele, meine Güte, ich brauche keinen 30 Kilo Keramikgrill irgendwie in meinem Camper und verschwende mir dann den Platz damit. Natürlich nimmt es nicht jeder, aber wir haben uns gewundert, wie viele sich den tatsächlich in der Konfiguration extra dann noch mit reinwünschen. Super Show, keine Frage. Toller Auftritt. Genau. Und man muss ja sagen, ein Leben ohne Alkohol geht, aber macht ja keinen Sinn, weil da sind ja immer die besten Ideen. Genau. Ja. Trotzdem, wir können den Schwerlastauszug, wo der Green Egg drin ist. Also, wenn man den Green Egg nicht mitnehmen möchte, nimmt man ihn raus, inklusive des Transporteinsatzes und hat natürlich mehr Stauraum. Hier passen aber trotzdem wunderbar nochmal Stühle und Campingtisch rein. Ja, toll. Und kommst auch hinten dran. Genau. Und man kann es halt eben bequem einladen. Das schiebt sich dann unter die U-Sitzgruppe. Dann haben wir links noch Staufächer, rechts noch hier oben nochmal Fächer für Kabel, Auffahrkeile, sofern nötig. Gasanschluss oder Das ist die Heckdusche. Genau, haben wir nochmal eine Außendusche und auch nochmal 230 Volt Anschluss für die, die ihren Roller hinten reinlegen und nochmal laden wollen. Schön durchdacht. Ja. Hier mit dem, was ist der, Alcantara? Genau, dann haben wir die Hecktürverkleidung mit Alcantara bezogen und dann mit Verdunklung oder mit Insektenschutz. Sehr schön. Wir machen den mal zu, dann können wir ihn... Also genau, da habt ihr die Heckleiter und die Heckleiter führt wohin? Zum? Genau, die Heckleiter führt auf die Dachplattform, die hinter dem Aufstelldach bzw. Dachzelt ist. Genau. Da haben wir jetzt in dem Fall auch nochmal für die Messe ein Hängemattengestell montiert. Ist nicht Serie, aber kann mit erworben werden. Die Hängematte großes ist noch nicht drin, das bewahren wir uns noch bis morgen auf. Ja. Ja, und entsprechend ein Airline-Schienensystem oben auf der Dachplattform, gerade bei der U-Sitzgruppe. Man hat einfach weniger Stauraum, aber das kann man wunderbar kompensieren. Ja. Mit stylischen Boxen, Aluminiumboxen gepulvert oder die coolen Yeti-Boxen, die da oben drauf. Und also ich muss sagen, Doppeldaumen. Von mir kriegt er einen Doppeldaumen. Tolles Fahrzeug. Was kostet das? Der, so wie er hier steht, 225.000. Na ja, gut. Wenn man gut in Bitcoin investiert hat, geht das hier. Ja, genau, richtig. Dann erzähl uns doch mal, in welcher Halle wir euch überhaupt finden. Wir sind in der Halle 11 auf dem Stand D25, direkt zum Übergang zu der Halle 12. Ja. Und das ist quasi unser Stand, also der Stand Löw mit unserem Vertriebspartner Reimers Reisemobile. Ach so, da habt ihr einen Kooperation. Das ist unser Vertriebspartner für die Fahrzeuge. Perfekt. Genau. Dann wünsche ich euch alles Gute. Erfolg werdet ihr haben, gar keine Frage. War sehr nett mit dir. Danke Schönen dir. Tag noch. Tschüss. Dir auch.